euren Unmut und eure Wut zum Ausdruck zu bringen. So. Leider, und das tut mir wirklich leid, muss ich euch auch heute wieder auf die neuerliche Maskenpflicht hinweisen, die zweifelsfrei ein Beleg für die Willkür der evidenzbefreiten Corona-Politik ist. Unabhängig der Maskenpflicht danken wir trotzdem der Polizei, dem Ordnungsamt sowie der Kreisverwaltung für den Schutz dieser Versammlung, aber auch der Presse für die Berichterstattung. Bisher haben wir eigentlich eine sehr positive Berichterstattung gehabt. Danke an die Siegener Zeitung. Zunächst der Ablauf für den heutigen Abend. Wie immer, wir beginnen wieder mit einem kurzen Statement zu unserem Motto. Danach ein kleiner Spaziergang. Start ist von hier über die Brückenstraße, Bahnhofstraße am Netto vorbei, über die Brücke, die Überführung zurück über die Lindenstraße hierher und dann wieder eine kleine Abschlusskundgebung. Als Auflage haben wir wie immer vorgegeben bekommen, gilt das Abstandsgebot gemäß aktueller Verordnung sowie letzte Woche war das schon der Fall, die Maskenpflicht, was ja völlig geisteskrank ist, aber es ist leider so, wir müssen uns daran halten, es macht keinen Sinn. Ansonsten gibt es deftige Bußgelder, das wollen wir hier unbedingt vermeiden, dass irgendeiner, der für sein Recht hier einsteht, noch dazu mit einem Bußgeld quasi belohnt wird. Das wollen wir vermeiden. Also haltet euch bitte dran. Die Ordner gucken auch ab und zu, dass ihr das auch durchzieht. Die Verteilung von Flyern ist untersagt, insofern wir sie vorher nicht gesehen haben. Störungen jeglicher Art sind untersagt. Private Grundstücke dürfen nicht betreten werden. Der Bahnhofszugang ist freizuhalten, auch der Übergang. Und was haben wir noch? Es ist nicht gestattet, auf der Brücke stehen zu bleiben, beziehungsweise auch die Plakate oder Schilder den Verkehrsteilnehmern zu zeigen, damit wir auch da eine Gefährdung ausschließen können. Zuletzt, Waffengewalt und so weiter sind verboten. Der Polizei, den Ordnern und Ordnungskräften ist während der Veranstaltung Folge zu leisten. Krach machen dürft ihr aber. Wir lassen das jetzt einfach mal wirken. Fastnacht ohne Maske. Grundrechte wahrzunehmen mit Maske. Einfach mal wirken lassen. Vor Weihnachten laut Ministerium für Zauberei und Obermagier Lauterbach Überlastung der Intensivbetten. Jetzt eine deutschlandweite und gleichzeitige regionale Überlastung hat es zu keinem Zeitpunkt gegeben. Einfach mal wirken lassen. Verkürzung des Genesenenstatus ist verfassungswidrig. Immer mehr Gerichte haben das vergangene Woche bestätigt. Also da sieht man mal, wie hirnverbrannt die Politik gemacht wird. Ja, auch das ist als verfassungswidrig deklariert worden. Ende Februar werden wir alle sterben, die nicht geimpft sind. Also ich fühle mich noch gut. Der zweite Zauberer aus dem Ministerium, nee, der ist nicht ganz aus dem Ministerium, der ist von der Charité, der Herr Drosten, weil Professor Drosten will ich ihn nicht nennen, weil ja immer noch unklar ist, ob er überhaupt Professor ist, verstrickt sich in Widersprüche über die Herkunft des Virus. Auch das findet langsam den Weg in die Öffentlichkeit. Was auch hinzugekommen ist, hat auch jeder vernommen vergangene Woche, die Strafanzeige gegen den derzeitigen Bundeskanzler, Cum-Ex-Skandal. Wir haben einen Bundeskanzler, der angezeigt wird. Interessant in dem Zusammenhang ist auch, dass der Präsident des Verfassungsgerichtes, also des Bundesverfassungsgerichtes, der Herr Habert, ja dieses alles eingefädelt hat. Also den haben wir als Präsident des Verfassungsgerichtes, der unsere Verfassung schützen soll, und wir haben einen Bundeskanzler, der das quasi umgesetzt hat. Das Ganze kann man abgekürzt als Steuerhinterziehung nennen. Wenn wir das gemacht hätten, oh Leute, was wäre da passiert? Er darf das. Auch spannend ist, dass letzte Woche es ein Beschluss über die Diätenerhöhung um ca. 3% unserer Abgeordneten gegeben hat. Das heißt, ab Juli wird... Ich wäre ja der Meinung, dass diese Abgeordneten selbst diese 3% den Firmen sponsern sollten, die unter Corona-Politik, nämlich diese verkappte Corona-Politik, leiden und gelitten haben. Diese 3% wäre schon eine ganze Menge Geld, die mal abzutreten und als Hilfe zu spenden.
wirken lassen. Im Januar hat die Bundesregierung 554 Millionen Impfdosen zusätzlich bestellt. Wir reden hier von Lockerungen, bestellen aber im Januar 554 Millionen Impfdosen. Da wissen wir alle, wo die Reise hingehen soll. Jetzt vergangene Woche haben sie uns geködert oder versucht zu ködern. Nicht allen ist das, sind auf dieses Feld aufgesprungen. Lockerungen statt Freiheit. Was wollen wir mit Lockerungen? Wir wollen unsere Freiheit zurück, die uns die Abgeordneten, die Politiker weggenommen haben. Ganz einfach ist das. Ist es her, dass sind die ersten deutschen Impfzentren eröffnet wurden. Es liegen bis heute keine wichtigen Studien zur Sicherheit und Wirksamkeit. Die liegen immer noch nicht vor. Die Liste der Studien ist lang. Die Spanne reicht von produktionstechnischen Nachweisen bis hin zu Standardverträglichkeitsstudien. Über den aktuellen Stand zum Genehmigungsverfahren, wann das Provisorium als überwunden gelten kann, vor allem aber zu den zwangsläufigen Studien über Risiken und Nebenwirkungen, schweigen sich die Hersteller aus, genauso wie die Behörden. Wir kriegen keine Informationen über diese Giftpumpe, die wir uns spritzen lassen sollen, nach den ihren Vorstellungen unter Zwang. Es ist pervers, wenn man das Geld der steuerzahlenden Menschen dafür missbraucht, um Medien zu bestechen, damit man genau diese steuerzahlenden Menschen mit völlig offensichtlicher Propaganda kontrollieren kann. Das ist pervers. Weiterhin ist es völlig unfassbar pervers zu behaupten, man könne nur mit Zwang die Freiheit wiederherstellen. Wer sich impfen lässt unter Zwang, kriegt seine Freiheit zurück, die die uns vorher weggenommen haben. Was für ein perverses Spiel. Hierdurch leben wir in einer durch und durch pervertierten Form des Alltags, der Realität, der Moral und der Idee der Demokratie. Und das alles ist nur möglich, weil die Menschen dieses, aber auch andere Länder, den Weg des geringsten Widerstandes für ihr Leben wählen oder gewählt haben. Viele dieser Menschen, die diesen Weg gewählt haben, bereuen es heute inzwischen. Und das ist auch gut so, dass die auch sich informieren und sich keinen weiteren Booster von dieser Pampe holen. Wenn ich in der Öffentlichkeit schon als Impfgegner bezeichnet werde, dann muss ich mittlerweile denjenigen, die mich so bezeichnen, recht geben. Ich bin nicht nur ein Impfkritiker, mittlerweile nach dem Kenntnisstand, den ich heute habe, bin ich ein ganz klarer Impfgegner, was diese Corona-Schutzimpfung betrifft. Weiterhin ist es an Perversion nicht zu übertreffen, die Maskenpflicht aufrechtzuerhalten und unser Grundrecht hierdurch weiterhin einzuschränken. Ja, zum Teil wird bei Nichtbefolgen diese Ordnungswidrigkeit, wir reden hier von einer Ordnungswidrigkeit, mit zum Teil unschönen Bildern von Polizeieinsätzen, gerade in den Großstädten, begleitet, alles wegen einer Ordnungswidrigkeit. Man stelle sich vor, wegen falschen Parkens wird einem hierdurch die Fahrerlaubnis entzogen. Solche Maßnahmen haben wir vergleichbar, was die Maskenpflicht betrifft. Wenn man falsch parkt, Fahrerlaubnis weg. Das wäre der Vergleich, wenn man hier eine Maske trägt an der frischen Luft, die nicht trägt, meine Entschuldigung, und dafür ein Ordnungswidrigkeitsverfahren an den Hals bekommt. Solche Maßnahmen haben wir derzeit in unserem sogenannten Rechtsstaat. Aber wir spüren es, wir lesen es, wir hören es und wir beobachten es immer öfter. So wollen die Menschen und auch wir heute hier nicht mehr weiterleben. Mehr angeblich seltene, ich betone seltene Nebenwirkungen, nämlich 3,2 Millionen Einzelfälle in nur einer einzigsten Datenbank. Das sind Daten aus einer Datenbank der WHO. Ja, also da kann man ja davon ausgehen, dass auch diese Zahlen eigentlich noch viel höher sind. Das ist eine einzigste Datenbank, wo seltene Nebenwirkungen mittlerweile gelistet sind. Das sind Daten aus einer Datenbank der WHO. Fragen in zwei Briefen von 5 Chemieprofessoren aus Deutschland zum Inhalt der sogenannten Impfstoffe blieben durch BioNTech einfach unbeantwortet.
Nunmehr gibt es hierzu einen unter anderem offenen Fragenkatalog an das Paul-Ehrlich-Institut. Mal schauen, ob auch das ausgesessen wird. Ich bin davon überzeugt, wer es bis heute nicht geschafft hat, diese einfachen Fragen, die 5 Professoren aus dem chemischen Bereich und aus dem Physikbereich gestellt haben, blieben bis heute unbeantwortet. Ich bin davon überzeugt, das Paul-Ehrlich-Institut wird auch keine vernünftigen Antworten liefern können, weil dann wäre der ganze Spuk nämlich hier vorbei. Versäumen möchte ich aber auch zu erwähnen, das sogenannte Lastenausgleichsgesetz. Vielleicht hat der ein oder andere schon mal was davon gehört. Das sollte bei der ganzen Corona-Panik nicht untergehen. Nach Pfizer sind auch die EU-Geheimverträge mit Moderna geleakt worden. Keine Haftung, keine Garantie. Die Steuerzahler müssen für dieses Experiment von Politik und Pharmaindustrie sehr teuer die Zeche bezahlen. Wir werden uns noch wundern, was demnächst alles auf uns zukommt. In diesem Lastenausgleichsgesetz ist unter anderem die Impfung erwähnt. Also für Impfschäden werden wir alle aufkommen müssen. So, damit ich es heute nicht so lang mache, noch ein paar Worte über die untragbare Entscheidung der Ministerpräsidentenkonferenz zum weitergehenden Maskenzwang bei Schülern. Bei den Corona-Lockerungen macht die Ministerpräsidentenkonferenz, ich mag diese Wörter einfach nicht mehr in den Mund nehmen, weil das einfach unfassbar ist, die machen klar, wer auf ihrer Prioritätenliste ganz unten steht, nämlich unsere Kinder und unsere Jugendlichen. Die stehen in dieser Liste ganz unten. Dabei gibt es genug Anlass, gerade in Schulen und Kitas rasch zur Normalität zurückzukehren. Der Sturm auf die Grabbeltische in den Einkaufszentren kann ab sofort losgehen, ganz ohne Impfungen, Tests oder Kontrollen. So will es der jüngste Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz ganz anders in Schulen und Kitas. Das heißt, unsere Schüler, unsere Kinder, die müssen weiter leiden, aber jeder darf jetzt mittlerweile einkaufen gehen. Wie gesagt, zu dem Thema Freiheit habe ich meine eigene Meinung. Ihr seht das mit Sicherheit auch so. Aber wie kann man so pervers sein und solche Beschlüsse machen, von Lockerungen reden und den Kindern nach wie vor in dieser Zwangssituation, die sie sich selber nicht rausgesucht haben, einfach lassen und dann lassen diese Vögel sich noch da oben feiern. Die Möglichkeit, in bestimmten Bereichen Testerfordernisse vorzusehen, sowie die Pflicht zur Nachweisführung des Impfgenesenen und Teststatus weiter notwendig, heißt es in dem Beschluss. Dieser Passus ist im Übrigen der einzige zur Schule in dem gesamten verabschiedeten 9 Seiten langen Kompromisspapier. Das heißt allein schon, dass wir da schon wieder von einem Kompromisspapier reden für diese sogenannten Lockerungen. Ansonsten hält der Beschluss für die Kleinen nur noch einen einzigen Absatz bereit und der muss auf die Betroffenen wie Hohn wirken. Ich zitiere, Kinder und Jugendliche haben in den letzten 2 Jahren große Solidarität gezeigt, leiden aber auch in besonderem Maße unter der Pandemie und den damit verbundenen Beschränkungen. Verdammt nochmal, dann hebt doch diese Maßnahmen auf! Kanzler und die Regierungschefinnen und Regierungschef der Länder betonen die Notwendigkeit, auch weiterhin sämtliche Anstrengungen zu unternehmen, die Folgen der Pandemie für Kinder und Jugendliche abzumildern. In welcher Welt leben die eigentlich? Es ist einfach unfassbar und in meinen Augen auch geisteskrank, dass die Kinder weiterhin bis zu 10 Stunden täglich mit Masken am Unterricht teilnehmen sollen. Alle, die diesen Beschlüssen zugestimmt haben, quälen die Kinder weiterhin, deren große Solidarität sie gleichzeitig loben. Was für ein Widerspruch. Die Selbstmordrate und die überfüllten Kinderpsychiatrien will bei der Ministerpräsidentenkonferenz offensichtlich niemand zur Kenntnis nehmen. Ist
bleibt also weiterhin nur zu hoffen, dass in den einzelnen Bundesländern andere Regelungen getroffen werden, als wie das, was beschlossen worden ist, um das Leid der Schüler endlich zu beenden. Hier in Rheinland-Pfalz, aber auch in anderen linksregierten Ländern, scheint das Quälen von Kindern, besonders der sogenannten Elite, Spaß zu machen. Wenn das Maskentheater und die Pandemie irgendwann auch in Deutschland endlich beendet sein wird, werden alle Beteiligten zur Rechenschaft gezogen werden. Da hilft dann auch kein Parteibuch mehr was. Gute Bekannte und Freunde sind derzeit in Schweden im Urlaub. Solche Maßnahmen und solche Quälereien, wie man hier mit unseren Kindern in den Schulen, in den Kitas macht, gibt es da nicht. Da ist Freiheit pur. Wir sind wie in einem, ja, gefangenen, umrahmten, keine Ahnung, wie man sich da ausdrücken soll. Mir fehlen die Worte. Geisteskrank, den Kindern weiterhin das anzutun und gleichzeitig ganz großkotzig von Lockerungen zu sprechen. Allein in Bayern gab es bis 2020 keinen einzigen Selbstmord bei Kindern. Keinen einzigen bis 2020. 2021 ist die Suizidrate um ein Vielfaches gestiegen. Da macht sich keiner von den Politikern Gedanken darüber. Solange sich die eigenen Kinder sind, interessiert es die sowieso nicht. Also ich bin der Meinung, die müssten eine richtig heftige, am besten ganz, ganz, ganz weit ausreisen, weg von hier, wenn der ganze Mist hier vorbei ist. Ja, hier noch der kleine Hinweis, es haben sich also mehr umgebracht als wir von den Kindern, als wir an Corona tatsächlich gestorben sind. Ja, also allein dieser Vergleich. Und da gehört von politischer Seite jede Maßnahme, die dazu führt, und jedes Kinderleben ist unendlich viel wert, gehören diese verdammten Maßnahmen aufgehoben. Liebe Mitstreiter, gegen jede Evidenz, gegen unsere Grundrechte und noch dazu im Eiltempo in 3 Tagen von 1. bis 3. Lesung, das heißt vom 16.3. bis zum 18.3. und dann die Rechtskraft, falls sich sodann eine einfache Mehrheit der Abgeordneten dazu findet, lässt, soll der Impfzwang im Bundestag beschlossen werden. Laut Scholz bei der letzten Pressekonferenz, die er gegeben hat, ist dieser Zwang für Oktober vorgesehen. Also die wissen jetzt schon, was so alles passiert, ja. So oder so kann jederzeit bei der kleinsten Grippe ab Herbst ein aktivierbares Unrechtsgesetz zusammen mit einem total überwachenden Datenschutzalbtraum namens digitales Impfregister stattfinden. Dessen muss man sich bewusst sein und deswegen fordere ich euch auch auf, hört nicht auf mit eurem Widerstand. Das, was hier gespielt wird, ist ein ganz perverses Spiel, das ist Hinhaltetaktik. Und so wie momentan die Zeichen stehen, wollen sie die Impfpflicht durchbringen. Deswegen hört mit eurem Widerstand nicht auf. Ich lege jedem nochmal ans Herz, auch nochmal sich zu informieren, auch über Inside Corona, über dieses Buch. Ist sehr interessant, ich habe es noch nicht ganz durchgelesen, aber bin ganz gut dabei. Und wenn ich dann diesen Bill Gates gestern gehört habe in seinem Statement, dass Omikrönchen ja besser war wie der Impfstoff, das sagt mir alles. Ja? Also seid vorsichtig, recherchiert auch, was in Indien und in Afrika passiert ist mit diesen Impfungen und so weiter und so fort, also nicht mit Corona-Impfungen, mit anderen Impfungen, über die Gates Foundation. Macht euch schlau, was hier passiert, ist die größte Sauerei und der größte Raubzug der Geschichte. Ob mit Maske oder ohne Maske, wir werden natürlich keinen Millimeter zurückweichen. Wir werden uns wieder hier treffen. Wir werden uns jetzt auf einen Spaziergang, wie ich vorhin schon gesagt hatte, begeben. Bitte haltet einigermaßen die Abstände ein, die Maskenpflicht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich hier wieder zu einer kurzen Abschlusskundgebung. Dankeschön.
Augenblick erscheinen. Bitte denken Sie daran, Maskenpflicht und Abstandsgebot. Auch wenn es auf der Lindenstraße gerade eben nicht so ganz möglich war, ich hoffe auch, dass die Kreisverwaltung hier ein Nachsehen hat und keine Bußgelder auferlegen wird. Wir haben das gerade während des Umzuges erfahren, dass wir die Lindenstraße nicht nutzen durften und nur den Bürgersteig, sodass wir in eine Zwangssituation gebracht worden sind, wo der Abstand nicht ganz eingehalten werden konnte. Ich hoffe, die Kreisverwaltung hat Nachsehen. Wir machen weiter mit einem Podcast. Unter anderem geht es da auch bei den, oder über die politischen Entscheidungsträger um Korruption. Und ich würde sagen, den hören wir uns mal an. Der geht nicht so lange, ich glaube 3 oder 4 Minuten. Und danach noch ein paar Worte. Dann danke erstmal. Also, ich sag mal, wir müssen mal ganz oben hinschauen, was das erste und größte Problem für ein Gesundheitssystem, egal ob in Deutschland oder in anderen Ländern ist. Das sind Parteispenden. Solange es erlaubt ist, dass man Parteispenden geben kann, solange es erlaubt ist, auf gut Deutsch gesagt, dass man Politiker kaufen kann, solange das nicht geändert ist, wie soll sich da ein System ändern? Da oben fängt alles an. Und wenn ich genügend Geld habe, bestimme ich das. Ich möchte Ihnen mal zwei total crazy, was ich erlebt habe. Das eine ist in China. China ist eigentlich bei uns oft bekannt für traditionelle chinesische Medizin. Und man denkt, wenn die Leute in China da irgendwie Krebs haben, dann werden die auch mit TCM therapiert. Das war mal. Das ist alles weg. Der arme kleine Arzt, der, sag ich mal, in China vielleicht 1000 Euro im Monat, wenn überhaupt, verdient, der bekommt heute schon 400-500 Euro pro Patient, wenn er Chemotherapie macht. Das heißt, er verdient mit Chemotherapie teilweise das 5- bis 10-fache, wie wenn er seine traditionelle chinesische Medizin macht. Richtig pervers wird es ganz anders. Ich war vor Jahren in Dubai bei einem Meeting mit äthiopischen Ärzten. Ich war noch nie in Äthiopien. Ich weiß, es ist ein ziemlich christliches Land in Afrika, aber arg viel mehr wusste ich nicht. Und dass ein armes Land ist, wusste ich. Dann habe ich gesagt, wie therapiert ihr eigentlich eure Menschen mit Krebs in Äthiopien? Dann haben die gesagt, die kriegen alle Chemotherapie, Herceptin und Immuntherapie. Ich sage, okay, gut. Was ich weiß, ist, in Äthiopien verhungern Kinder. Weil ihr kein Geld habt, um diesen armen Kindern irgendwas zum Essen und Trinken zu geben. Ihr gebt aber Krebspatienten für 50 oder 100.000 Euro im Jahr Medikamente. Wo zum Teufel habt ihr die Kohle dafür her? Ich habe das nicht verstanden. Wie funktioniert dieses System in Äthiopien? Ganz einfach. Äthiopien ist ein so armes Land, es gibt das Budget für das Gesundheitssystem an die WHO. Wir alle wissen, dass die WHO ein gekaufter kriminelle Bande ist. Ja, man kann es gar nicht mehr anders sagen. Ja. Was die teilweise empfehlen, das ist einfach nur noch kriminell. Die WHO tut das verdoppeln, verzehnfachen, ich weiß nicht, vielleicht sogar verhundertfachen inzwischen, aber die WHO tut dann sogenannte Health Consultants einsetzen, also Gesundheitsberater, ja, und die bestimmen, für was dieses Geld ausgegeben wird. Es ist so krank, das heißt, die WHO pumpt dann Geld nach Äthiopien, jemand mit Brustkrebs bekommt dort für 40.000 Euro im Jahr Herceptin. Da könnten wir 10.000 Kinder wahrscheinlich das Leben retten in Äthiopien dafür. Und die geben das für Chemotherapie aus. Aber wir brauchen gar nicht so weit zur WHO schauen. Ich bin vor Jahren aus der evangelischen Kirche ausgetreten. Und ich möchte Ihnen erzählen, wieso. Damals war ein Herr Huber, war der Präsident in Deutschland von der evangelischen Kirche. Die haben mit Brot für die Welt, wo ich Geld gespendet habe, wissen Sie, was die gemacht haben? Huber hatte eine Professur an einer Universität, Eli Lilly, in Amerika. Einer der größten Chemotherapiehersteller. So. Brot für die Welt gibt es Geld nach Südafrika und dort wird dieses Geld verteilt, zum Beispiel an Chemotherapien, an die großen Pharmahersteller. Wir spenden hier unser, Anführungsstriche, hart verdientes Geld, weil wir denken, wir helfen Kindern in Afrika und die deutschen Kirchen bestimmen zusammen mit Pharmafirmen, für was das ausgegeben wird. Und es wird ausgegeben für krankmachende Impfstoffe, für Chemotherapien, die Menschen werden gekillt und ich sage es knallhart, kein Schwein interessiert es. So, das war's schon. Ich hoffe, ihr habt genügend Informationen mitbekommen. Also, das ist immer oder wird immer offensichtlicher. Ich bin auch davon überzeugt, auch wenn es noch ein bisschen Zeit braucht, aber es wird irgendwann alles, die Wahrheit wird irgendwann ihren Weg finden.
Davon bin ich überzeugt. So, wir haben auch vorhin nochmal gezählt. Wir waren also auch heute wieder über 100 Leute. Das ist ein gutes Zeichen. Wir setzen das Ganze fort, nächsten Samstag wieder um 18 Uhr hier in Kirchen. Wir werden wieder eine tolle Rede vorbereiten. Nächste Woche, denke ich mal, werden auch ein paar mehr kommen, die aus der Quarantäne wieder raus dürfen. Ich danke euch. Wir werden jetzt noch ein Lied hier abspielen. Danach gilt die Versammlung als beendet. Bitte an die jeweilige oder an die gültige Verordnung sich dran halten. Wir wollen natürlich nicht, dass irgendeiner hier Bußgelder los wird. Wir wollen diese ganze Sache nicht damit unterstützen. Ich danke euch für euer zahlreiches Erscheinen. Ich freue mich auf nächste Woche. Und ja, findet einen guten Nachhauseweg und Dankeschön. Wir waren alles zusammen. Früher waren wir uns noch nah. Ich denk so oft zurück, wie es damals war, so nah. Wir waren uns so nah. Und wenn alles mal zu viel war, haben wir uns zurückgeholt. Nahm uns einfach in die Arme, der Rest der Welt blieb uns gestohlen. Und wenn alles mal vorbei war, haben wir uns einfach angelebt. Und jetzt spüren wir, wie sehr das alles fehlt. Ich denke so oft daran zurück. Ich spüre, es ist noch näher. Ich denke so oft daran zurück. Wie es vorher war, als es noch Freiheit gab und da kein Abstand war. Heute sind wir viel allein, unterteilen und streng, in Schwarz und Weiß passt dich an. Pass dich doch endlich an. Heute wird genau geschaut, wer gehört dazu, wo wird's draufgehauen zusammen. Hier hält bald nichts mehr zusammen. Und weiß einer nicht mehr weiter, weil er sich nicht beugen will, heilt er nicht selten alleine, die alten Freunde bleiben still. Und wenn keiner sich mehr fühlen kann, weil wir alles kontrollieren, jeden Respekt und jede Würde verlieren. Ich denke so oft daran zurück, wie es früher war, als es noch näher gab. Ich denke so oft daran zurück, wie's vorher mal war, als es noch Freiheit gab und da kein Abstand war. Ich will keinen Abstand mehr, ich sehne mich so sehr nach echter Menschlichkeit.